Ja, guten Morgen, Herr Völl. Ja, Guten Morgen, Herr Zieten. begrüße hier ja den Herrn Norbert Völl bei mir im Gespräch, Pressesprecher vom Grünen Punkt, das duale System. Ja, herzlich willkommen. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, ja. Also, wir haben ja auf LinkedIn gibt es viele Informationen auch über Recycling. Ich poste auch regelmäßig und ich stelle immer fest, dass es auch nach wie vor einen hohen Informationsbedarf gibt über das Thema Recycling, Herr Völl. Und da können Sie uns bestimmt helfen. Sie sind ja der Profi beim Grünen Punkt und haben Zugriff auf alle Informationen. Ja, ich tue mein Bestes. Ja. Was ist der grüne Punkt für eine Organisation, Herr Völl? Ja, der Grüne Punkt hat eine bewegte Geschichte, ist auch kein Unternehmen wie jedes andere. Wir sind 1990 von der Wirtschaft gegründet worden in Deutschland, also von Handel und Industrie, um ein Sammelsystem für Verkaufsverpackungen beim Endverbraucher, der Endverbraucherin aufzubauen. Das war im Vorgriff der Verpackungsverordnung, die dann ein Jahr später erlassen wurde. Damals war einfach die Frage, wie gehen wir der großen Menge an Verpackungsabfällen um? Wie sorgen wir dafür, dass die vielleicht auch reduziert werden? Und da setzte die Politik damals die Wirtschaft vor die Alternative, alle Verkaufsverpackungen nach Gebrauch wieder zurückzunehmen im Laden. Das war für den Handel eine sehr suboptimale Vorstellung oder eben ein Sammelsystem zu gründen, das dann für eine Getrenntsammlung dieser Verpackungsabfälle sorgt und für eine Verwertung dessen. Und dafür ist der Grüne Punkt gegründet worden als privates Unternehmen, das aber Handel und Industrie gehörte, das auch ein Monopol hatte bis 2003, um das System aufzubauen und das deswegen auch keinen Gewinn erzielt hat. Wir haben das System dann aufgebaut. 1993 war es bundesweit etabliert. Es gibt jetzt überall Glascontainer oder fast überall Glascontainer. Es gibt fast überall die gelbe Tonne und den gelben Sack und so weiter. Und seitdem sammeln wir in Deutschland eben Verpackungsabfälle getrennt. Seit 2003, wie gesagt, gibt es Wettbewerb in diesem Bereich. Wir teilen uns heute zum Beispiel die gelbe Tonne, den gelben Sack mit 10 Konkurrenten. Das heißt also, wenn ich als Unternehmen Verpackungen auf den Markt bringe und mit einem dualen System einen Vertrag machen muss, das ist eine Pflicht in Deutschland, dann habe ich eben die Auswahl zwischen 11 Wettbewerbern. Da kann ich mir den schönsten oder den billigsten aussuchen. Wir sind alle dafür verantwortlich, dass wir den Anteil an den Abfällen, der uns zugeteilt wird nach der Sammlung, in eine Verwertung bringen, also dafür sorgen, dass dieser Abfall erstmal sortiert und aufbereitet wird. Und dass er dann verwertet oder recycelt wird, also im Wirtschaftskreislauf bleibt. So soll dafür gesorgt werden, dass die Rohstoffe, die in Verpackungen drinstecken, und das ist ja eine Menge, sind auch wertvolle Rohstoffe, dass die nicht verloren gehen und dass sie auch die Umwelt nicht belasten. Das ist es so grob gesagt. Das ist interessant. Ja, auch eine interessante Zeitreise jetzt über die Entwicklung dieses Systems, des dualen Systems, über die Organisation des Grünen Punktes. Und ich bin mir sicher, dass es gar nicht jedem bewusst ist, so wie die Organisationsform heute ist und dass es eben auch einen Wettbewerb gibt. Ne? Das heißt, Sie haben innerhalb dieser 10 Wettbewerber einen gewissen Marktanteil und verfügen über eine hohe Kompetenz. Ja, was mich natürlich besonders interessiert, ich komme ja aus der Kunststoffindustrie. Ich sehe, dass die Recyclingquoten im Kunststoff noch nicht so hoch sind, wie sie vielleicht sein könnten. Auf der anderen Seite habe ich vor kurzem gepostet über Aluminiumdosen, Getränkedosen, wo wir schon über 99% liegen Also ich im denke, man Plastik. muss auch die verschiedenen Produktbereiche unterscheiden. Sie haben recht, bei Aluminiumdosen ist das so, auch bei PET-Getränkeflaschen, die über das Pfand zurückgenommen werden, da haben wir eine Rücknahmequote von über 95%. Klar, weil das Pfand natürlich auch ein starker Anreiz ist. Bei Verpackungen, wie sie im gelben Sack und in der gelben Tonne gesammelt werden, sind wir immerhin bei knapp 60% Recyclingquote. Das ist auch schon recht hoch. Wir haben aber
Kunststoffabfälle in ganz vielen anderen Bereichen, für Elektrogeräte, für Produkte, die im Bau verwendet werden, für Produkte, die im Haushalt verwendet werden, alles Mögliche. Und da haben wir teilweise noch sehr viel geringere Recyclingquoten. Damit will ich nicht sagen, dass die Verpackungen nicht auch höher sein müssten. Ja. Aber wir müssen uns das auch anschauen, was ist das für ein Produkt, was ist das für ein Kunststoff, in welchem Bereich wird er genutzt, und damit hängt auch oft zusammen, wie hoch das Recycling ist oder wie gut das Recycling ist. Ja. Ja, okay, das sind spannende Themen. Ne? Herr Völl, wir haben ja gesagt, wir machen ein kürzeres Video jetzt hier für LinkedIn, für unsere LinkedIn-Besucher, weil auf LinkedIn in der Regel nicht so lange Verweildauer ist bei den Videos, aber wir möchten das Interesse wecken für unser längeres Gespräch, das wir dann auf YouTube veröffentlichen. Das, der Link dazu, der wird hier erscheinen unter dem LinkedIn-Video. Und dann würde ich sagen, erstmal bis dahin vielen Dank. Wir sehen uns dann gleich wieder im zweiten Teil vom Gespräch. Ja? Machen wir. Bis gleich. Bis gleich.